Willkommen zurück zu Gothic und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich wieder hier in der Höhle bin und nicht bei Kor Kalom, dann liegt das daran, dass Kor Kalom weder im Tempel noch bei sich zu Hause aufzufinden war und mir auch sonst keiner sagen konnte, wo ich den Typen finde. Ich habe dann ein bisschen rumrecherchiert und habe herausgefunden, dass es eine bestimmte Sache gibt, die ich zwar getan habe, hier in der Höhle, die man auch tun muss, aber die nicht geklappt hat, weil er da nicht in der Nähe war. Nämlich das hier. Dieser Ort hat eine besondere Ausstrahlung. Die Ausstrahlung des Verborgenen. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Deinem Ziel. Deinem Ziel. Nicht unserem Ziel. Deinem Ziel. So, und wenn mich nicht alles täuscht, brauche ich den da. Und dafür brauche ich 5 Mana. Wo kriege ich 5 Mana her? Oh ja, ich könnte ja mal mir das einfach temporär besorgen. Wie viel habe ich dann, wenn ich es wieder ausziehe? 3. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich ziehe das jetzt mal an, dann habe ich 15 Mana. Also 13. Und wenn ich dann zaubere und es wieder ausziehe, wie viel ich dann habe? Hinter dieser Wand! Das muss es sein! Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Benutze den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. Und zwar insbesondere frage ich mich, ich werde danach wahrscheinlich 8 Mana haben, logischerweise. Wenn ich es dann ausziehe, dann habe ich 0 Mana. Und wenn ich es dann anziehe, müsste ich wieder 10 Mana haben. Oder speichert das Spiel die minus 2 irgendwie und ich habe danach wieder 8. Ich weiß es nicht. So, versprochen, 8 Mana. Und jetzt ziehe ich das hier mal wieder aus. Genau, da bin ich bei 0. Ah, jetzt bin ich bei minus 2 Mana. Das Spiel speichert tatsächlich die negativen Zahlen. Finde ich gut. Hätte ich mir genauso gewünscht. Schutz vor Waffen 5, Schutz vor Feuer, Schutz vor Magie. Das da kann ich verkaufen. Das ist so schlechter als das andere. Stärke 10, nee, brauche ich auch nicht. Gut, jetzt bin ich hier drin, hab mich rüber teleportiert, aber wie kann ich ihn jetzt da reinlassen? Da ist eine Winde. Probier's doch mal damit. Aha. Genau, und das hätte ich ohne Nachforschen rausfinden müssen. Leider ein bisschen schwierig ist, weil der Typ da sich ein bisschen unvorhersehbar und komisch bewegt. Aber gut, so ist es nun mal. Was gibt's denn hier hinten? Oha. Das sieht mir aus wie eine Sackgasse. Da ist ja richtig dunkel. Ich klomme mir eben eine Fackel. Was ist das gerade gewesen? Ach, egal. Egal, wo ich hingehe, erstmal looten. So macht man das. Ich dachte, darum geht's in Rollenspielen, oder? Nicht? Ich dachte. Ein Todbringer. Aha. Was ist das denn? Nun, meine Waffe bisher macht 45 Schaden. Der Todbringer macht 48 Schaden. Und braucht auch noch weniger Stärke. Wow. Den nehme ich. Und da speichere ich doch gleich mal. Übrigens sieht das so ein bisschen nach einem Opferaltar aus. Was ich ein bisschen... Da haben die Orks wohl einen Menschen geopfert oder so. Aber wem? Und warum? So, was gibt's hier noch? Ui, ganz viel Kraut. Nachtschatten. Macht das nicht Mana? Mondschatten, Nachtschatten? Ich guck gleich mal, was das macht. Das kann man auf jeden Fall zum Tränkebrauen verwenden. Mondschatten gibt mir Lebensenergie und Nachtschatten gibt mir, naja, auch Lebensenergie. Okay. Doch kein Mana. Aber trotzdem, Tränke. Jetzt bin ich immer gespannt, was er dazu sagen hat. Ah, tatsächlich, irgendwas. Du
hast den verborgenen Ort gefunden. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Und hier liegt die Antwort auf die rätselhafte Anrufung des Schläfers? Sieht mir eher nach einer weiteren Grabkammer aus. Wir müssen weiter. Geh voraus, ich folge dir. Ja. So wie letztes Mal. Wo du die Quest versaut hast. So, ich habe so ein Gefühl, dass ich ihn da reinbringen muss in die Grabkammer. Ich speichere vorher nochmal. Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nichts außer Staub und Gebeinen. Nein! Meister, sprich zu mir! Schläfer, offenbare dich! Nein! Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Das ist alles nur deine Schuld. Was? Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Natürlich. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer. Bestimmt wird er mich dann erleuchten und zu seiner rechten Hand machen. Stirb, Ungläubiger! Also ich habe dazu ja zwei Fragen. Erstens, wenn er allmächtig ist, warum lässt er sich dann von meiner Anwesenheit ablenken? Sollte er, wenn er allmächtig ist, nicht in der Lage sein, das zu ignorieren? Und zweitens, wenn er allmächtig ist, wofür braucht er dann bitte ein Menschenopfer? Und warum von dir? Warum kann er mich nicht einfach selber nehmen, wenn er mich will oder braucht? So, gib mir mal deine Waffe. Oh, wie, sonst hast du nichts. Der hat ja noch nicht mal Erz dabei. Was haben die immer gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Armer Schlucker oder so, keine Ahnung. Dumm. Ja, ich weiß. Ich guck gerade wieder, wie viel ich genau brauche, aber das ist in dem Fall sogar Absicht. Weil ich will, dass er wieder zu sich kommt. Ich will ja eh warten. Um ihn wieder anzusprechen. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Wieso soll ich das bereuen? Du hast mich angegriffen. Ernsthaft? Übrigens, Zwergesel hat vor einigen Folgen mal das Kommentar geschrieben. Die Leute, wenn man sie umhaut, sind nicht tot. Wenn man sie töten will, muss man Folgendes tun. Nämlich nochmal hingehen und quasi nochmal den Angriff nach vorne machen. Und das sieht dann so aus. Und dann ist der Gegner wirklich tot. Yep. Und da er mich wahrscheinlich immer wieder angreifen würde, wenn ich das jetzt nicht tue, erlöse ich ihn mal von seinen Qualen, realisiert zu haben, dass der Schläfer nicht der allmächtige Gott ist, für den er ihn hielt. Aber so ist das nun mal, ne? Es gibt mehrere Religionen, die behaupten, dass sie die einzig wahre sind, und letzten Endes kann es halt maximal eine davon sein. Und seine war es jetzt halt wohl nicht. Damit kommt man halt nicht unbedingt so gut klar. Also er zumindest. So. Ich glaube, Kevo hat geschrieben, dass er denkt, dass ich jetzt wohl bald die Teleportationszauber für zu den einzelnen Lagern bekommen könnte oder werde. Ich glaube, damit hast du sogar recht. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte das bald der Fall sein. Und dieser orkische Teleportzauber ist quasi schon der erste Hinweis darauf, dass es ja Teleportzauber gibt und so. Ja, aber jetzt muss ich halt erstmal nochmal sozusagen von Hand da runterrennen. Also, man sieht auch hier die ganzen Leichen, die da waren, die beim letzten Mal, als ich da raus bin, noch rumlagen. Die sind jetzt alle weg. Das liegt daran, dass ich ja zwischenzeitlich im Insektenlager unten war und nicht wieder in der Höhle geladen habe. Und wenn man halt so weit weggeht, dann despawnen die einfach. Aber das ist ja eigentlich, ja, das macht ja nichts. Was ich viel ärgerlicher finde, ist, dass hier diese Laufwege so ewig lang sind. Und naja, ich könnte durch den Fluss, aber das spart mir auch nicht wirklich viel Zeit oder Aufwand.
Von daher hüpfe ich jetzt einfach mal ganz gemütlich hier so die Küste runter. Bei Küste ist es ja nicht, ne? Wie heißt das eigentlich bei einem Fluss? Beim Meer ist das die Küste. Bei einem Fluss? Das Ufer, oder? Ich glaube ja. Ja, ansonsten, was gibt's zu erzählen? Das ist das dritte Kapitel. Ich glaube, es ist noch nicht die Hälfte des Spiels. Von daher ist, denke ich, die dreistellig gewählte Folgenzahl auch ganz sinnvoll so gewählt. Genau, ich glaube, es war auch Kivo, der meinte, ich mache ganz schön viel für die Sektenspinner und ich sollte mal wieder ins neue Lager zurückgehen. Ich habe den Kommentar, glaube ich, auch schon beantwortet, aber ich würde es gerne nochmal erklären. Ich arbeite hier gerade für das neue Lager. Ich habe ja den Auftrag bekommen, hier zu erforschen, was die hier tun. Und letzten Endes bin ich ja sowas wie ein Undercover-Agent. Ich helfe ihnen so ein bisschen, das zu tun, was sie tun wollen. Naja, was heißt ein bisschen? Ich bin ja letzten Endes gerade der einzige Arsch, der ihre Arbeit macht. Aber dafür habe ich dann auch die volle Information und kann entsprechend meinen Freunden, meinen Kumpels, meinen Vorgesetzten, bei denen ich in der Hierarchie aufsteigen will, auch entsprechend vollständig und qualitativ hochwertig berichten. Und da man absehen kann, dass das hier im Sektenlager jetzt auch bald zu Ende ist, dürfte ich da auch bald soweit sein. Ich glaube, es ist sogar noch in dieser Folge. Ich war am Orkfriedhof. Dort gibt's nichts. Kein Schläfer, kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Balukor und den Templern? Sie sind alle tot. Tot? Aber warum? Was ist dort vorgefallen? Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Balukor und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Balukor völlig durch. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten, und das wollte er dann auch tun. Offensichtlich kam er mit der großen Enttäuschung, nichts gefunden zu haben, nicht zurecht. Ich glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Es darf nicht. Darf nicht. Egal. Die Hauptsache ist, dass Balukor in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Der ist doch fast tot, ne? Wie steht es um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen. Und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. 5 von der stärksten Sorte sollten genügen. Und bitte beeile dich. Ich war ja schon mal im Sumpf und wenn ich mich recht erinnere, habe ich da ganz viel gesammelt und ja auch sonst überall. Eventuell habe ich die ja sogar schon. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. Sag ich doch. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Nee, ist er nicht. Ich war nicht weg. Hat er was gesagt? Ja, er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Iberion ist tot. Der atmet doch noch. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Koangar? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor Kaloms Besitz. Wo ist Kor Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Ah, danke schön. Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Ich danke dir. Checkpoint. Siehst du, Kevo? Hier ist es.
Ich finde es ja interessant, dass ich da alleine in der Höhle war und danach war der Balukor tot und warte mal, wie ist denn das? Geht das jetzt? Ja, ich kann jetzt nicht zaubern. Mit Minusmana kann man nicht zaubern. Interessant finde ich, dass er mir glaubt, dass der Typ durchgedreht ist. Ich könnte ja ihn einfach so abgeschlachtet haben und... Ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass er mir da einfach blind glaubt. Und also quasi mir mehr glaubt als seinem Kollegen, seinem Baal. Was scheinbar für ihn völlig okay ist, dass ich ihn getötet habe. Ich weiß ja nicht. Ich wäre da misstrauisch. So, immerhin habe ich einen Schlüssel für die Truhe. Dann ist es wohl für diese. Ja, der Almanach und der Fokus. Moment, was? Der Fokus von der Meeresklippe. Das klingt, als gäbe es da noch mehr von der Sorte. Dann muss ich da ja mal schauen, ne? So, als allererstes sehe ich gerade, es wird dunkel. Und mein Mana ist auf minus 2. Deswegen würde ich jetzt, bevor ich mich zum neuen Lager begebe, nochmal eine Runde schlafen. Gute Nacht. So, und jetzt. Ich habe vorhin einen Blick ins Tagebuch geworfen. Und da steht auch, dass ich Raven davon erzählen soll, was es hier so alles gibt. Ich frage mich, wo ich die Quest her habe. Ist Raven nicht... Moment, ist Raven... Raven im alten Lager? Ist Raven wirklich im alten Lager? Ist Raven nicht im neuen Lager? Weiß ich gerade gar nicht. War Raven einer von der Stadtwache im alten Lager? Oder ist Raven nicht irgendwie Leibwächter von Lee oder so? Puh, das weiß ich gerade gar nicht. Aber zum Glück liegt das alte Lager ja auf dem Weg. Das heißt, ich komme da sowieso vorbei. Und dann gucke ich mich da mal kurz um. Ob ich den Raven finde oder nicht. Immerhin, genau, die Sache hier im Sumpflager ist jetzt vorbei. Das heißt, fürs Erste werde ich dort nicht mehr hin müssen. Die Story wird allerdings, glaube ich, nochmal drauf zurückkommen. Mit Korkalom, das wird, glaube ich, nochmal aufgegriffen. Da ist er jetzt irgendwo unterwegs mit ein paar Leuten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich denen nochmal begegnen werde. Ich meinte allerdings nicht so schnell, sondern eher gegen Ende des Spiels. Was machen die denn hier? Lass mich mal vorbei! Was macht ihr denn hier? Gorna Drak? Lass mich mal vorbei! Wo kommt ihr denn her? Wie läuft's? Seit ich ein auserwählter Beschützer des Glaubens bin, fühle ich mich besser als je zuvor in meinem Leben. Hört sich wichtig an. Du bist ein Ungläubiger. Du verstehst davon nichts. Na, ich frage mich, ob du dich gut fühlst, weil du glaubst oder weil du auserwählt bist. Keine Ahnung. Weißt du zufällig, wo ich Korkalom finde? Nein. Weißt du nicht. Was kannst du eigentlich? Ich glaube, diesen Weg hier bin ich noch nicht gegangen zum alten Lager. Dann, ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Naja, ich habe gerade gespeichert. Wird schon schief gehen. Und ich sehe gerade, ja, genau, super Waffe. Kämpft doch mit einer Teleportrune. Ein Schlag für den Wolf. Wow. Komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm halt her. Da komme ich halt zu dir.
Wenn der Wolf nicht zum Propheten kommt, dann muss der Prophet eben zum Wolf. Oder so. So irgendwie war das doch, ne? Prophet? Philosoph? Ich glaube, ich meinte Philosoph. Ach Mist, ich hab's versaut. Oder war es doch der Prophet? Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Jedenfalls muss ich sagen, nachdem ich mich mit den Orks und den fetten Hundis geprügelt habe, sind die normalen Gegner irgendwie so gar nicht mehr ein Problem für mich. Oh ja, das lohnt sich. Das lohnt sich. Ich level gleich nochmal hoch. Das nehme ich mir noch eben mit, bevor ich ins alte Lager gehe. 2-3 Fliegen sollten reichen. Meinetwegen auch Wölfe. So, dann loot ich hier mal eben noch. Yeah. Ich fühle mich so stark. Welche Stufe habe ich jetzt? 13. Wow. Na komm her. Dich auch noch. So, jetzt aber. Ach Mist, die Folge ist eh schon wieder zu lang. Gut, dann war das jetzt eben ein actionreiches Ende. Wow. So viel dazu. Actionreiches Ende und beim nächsten Mal sehen wir uns dann bei Raven wieder. Falls er im alten Lager sein sollte, wird das im alten Lager sein. Und wenn nicht, dann eben im neuen Lager. Und weil ich offscreen keine Action haben will, sondern die euch zeigen möchte, werde ich auch um den Wald außenrum laufen ab sofort. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.